Es ist soweit, ein letztes Mal. Für dieses Jahr gibt's Stone Story RPG im Dezember. Keine Ahnung, ob es das gereimt hat. Ich habe gerade einfach so vor mich hingesungen. Wie schon in der letzten Folge erwähnt, ich sollte ja definitiv Sänger werden. Da habe ich jetzt einfach weitergemacht. Wir müssten immer noch 4 Stunden warten, aber ein roter Ort, der Pilzshop, ist aufgefüllt. Das will er mir wahrscheinlich damit sagen. Es gibt wieder weiterhin Armbrüste, die man kaufen kann. Das heißt, wir könnten unsere Armbrust noch kranker machen. Oder wir könnten jetzt langsam anfangen, eine schwere Armbrust aufzurüsten, dass wir die halt auch noch mit am Start haben. Das finde ich tatsächlich gar nicht mal so blöd. Können wir uns noch 2 kaufen? Ja. Okay. Es war ziemlich dumm, dass wir uns die 2 da noch gekauft haben. But, egal. Okay, geh einfach raus, Yannick. So, da wollte ich jetzt nicht hin. Okay. So, schwere Armbrust, Freunde. Zack, 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 zack. Da kommt jetzt die 2er raus. Und es müsste 2 bleiben übrig. Okay. Die können wir auch nochmal fusionieren. Ja, vielleicht fusionieren wir die mal nicht. Vielleicht, das funktioniert immer noch nicht, ne? Nee. Alright. Alright, alright, alright. Hier sind wir stehen geblieben eigentlich, grundsätzlich. Und ich wollte noch gucken, wie man diese Stäbe macht. Weil das weiß ich immer noch nicht so wirklich. Weil irgendwie sieht es so aus, ob man dafür so einen ganz kleinen Stab braucht. Und eben die Rune, die drauf soll. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie das funktionieren soll. Oder mit einem Steinstab? Man muss einen Steinstab mit einer Rune versehen. Das heißt, man muss erst Items mit Steinen versehen. Und dann kann man eine Rune draufpacken. I get it now. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Kann man das D mit dem jetzt verbinden? Müsste ja eigentlich funktionieren, ne? Sind ja beide D. Sehr schön. Weil dann haben wir jetzt den Vitalitätszauberstab auch schon mal auf 2 Sterne. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Damit müssen wir auch unbedingt noch was machen. Ich meine, ich will den jetzt hier nicht aus Jux einfach haben. Man könnte einen Viertelstab mit einem Viertelstab verbinden, aber ich weiß nicht, wo da wirklich so der Sinn ist, um ehrlich zu sein. In die kochende Mine müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Und wir bräuchten einen besseren Ätherstab. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, weil eigentlich bräuchten wir jetzt gerade nicht Vitalität, sondern Äther. Dafür habe ich aber ja den Schmackofanten hier. Die haben wir ja beim letzten Mal auch erhalten. Und eigentlich müssten wir theoretisch mit dem, auch wenn wir da nur einen Stab in der Hand haben, machen wir 3 Schaden. Ah, no, I don't know. Aber wir machen plus 9 Schaden, stand unten, glaube ich, gegen Dings. Bei ihm ist jetzt die... ich weiß nicht, was heute los ist. Ich weiß nicht, was heute los ist. I'm sorry. I don't know, man. Okay, die schwere Armbrust kann man nur alleine ausrüsten. Das war wie mit dem schweren Schwert, ich Idiot. Ja. Gut, damit fangen wir erst gar nicht an. Das ist nicht so smart. Trotz dessen, Äther ist gegen dich ja auch gut, auch wenn Magie gegen dich nicht ganz so gut ist. Es wurde jetzt auch unter dem letzten Part nochmal reingeschrieben, warum ich nicht den einen Stein benutze, der einen wohl über einen Zeitraum healen soll. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welchen Stein er meinte. Aber es gibt wohl irgendeinen Stein, der einen heilt, wenn man ihn dabei hat. Heilt mit der Zeit, wenn er ausgerüstet ist. Der Ouroboros-Stein. Ja, vielleicht sollte ich den mal einsetzen. Maybe, but just maybe. Wir versuchen das jetzt einmal hiermit. Ist schon gut. Das Problem ist, die können uns angreifen, während wir auf die zugerannt kommen. Wir one-hitten die. I see that. Aber, ne? Schwierig. Der Ouroboros-Stein. Packen wir den mal einmal hier rein. Und packen da einfach die Armbrust zu. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis der healt. Ah, okay. Okay, hier kommt jetzt die kranke Scheiße. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was wir gegen den am besten machen. Ich bräuchte bei dem eigentlich nochmal den Sichtstein. Aber ich weiß, wenn ich den Sichtstein jetzt einsetze, dass ich dann... War das nicht... Ach, fuck, das war auch das, wo hier der Geysir dahinter ist, der dann auch die ganze Zeit angreift. Ah, deswegen sind wir hier gestern nicht weitergekommen, weil das war gestern ganz schön heftig.
Ja. Was machen wir gegen dich? Einfach draufhauen? Einfach draufhauen. Let's look. So, und jetzt gehen wir mit dem rein. Zack, zack, zack. Bronzewächter. Wir waren noch nie bei dem Bronzewächter. I'm just saying this. Also hier brauche ich auf jeden Fall jetzt erstmal den Sichtstein, um überhaupt zu wissen, was überhaupt abgeht. Dann haben wir noch einen Trank, den wir gleich einsetzen könnten. So, maybe that's good. Oh Gott, ist das so eine kranke Schlange oder so? Ist das jetzt die Zunge, gegen die wir kämpfen? Das ist keine Zunge. God knows who you are. Sichtstein, bitte. Also, seine Schwäche ist auf jeden Fall Äther. Das heißt, wir müssen gegen den gut Äther einsetzen. Die Frostfackel-Gilde. 5 Schaden macht er. Die ihre Mineralienherrschaft ausbauen will, hat eine fantastische Maschine gebaut. Mit dem Spaltstein als Kernstück verbessert sich die selbstreparierende Uhrwerkkonstruktion kontinuierlich. Letztendlich gewann es an Sensibilität und stellte die Macht der Gilde in Frage, als sie unter ihrem eigenen bürokratischen Gewicht zerfiel. Also der hat auch dieses Ding von den 150 Lebenspunkten, die sich dauerhaft wiederherstellen und eben noch 150 Lebenspunkte an sich, die man, wenn man das hier kaputt hat, noch angreifen muss. Also 300 Lebenspunkte mit 150, die sich dauerhaft regenerieren. Effektiv. Seine Schwäche ist Äther. Dementsprechend müssen wir jetzt mal gucken, wie wir irgendwie Äther einsetzen können. Ich würde sagen, mit dem kleinen Zauberstab und wir versuchen noch nebenbei drauf zu schießen. Ich glaube, dass das ziemlich smart ist. Das versuchen wir jetzt mal. Irgendwann werden wir unseren Trank auch einsetzen, weil dadurch werden wir Defensive kriegen und einen fetten Heal. Aber dafür möchte ich jetzt erstmal ein bisschen aushalten, weil wir haben hier genug Zeit, um auszuhalten. Das läuft sogar eigentlich echt ziemlich, ziemlich gut für unsere Verhältnisse, muss man zugeben. Okay, er hat irgendeinen Power-Up bekommen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er uns jetzt one-hittet, aber ich glaube nicht. Ich will meinen Trank ungern einsetzen. We did it. Crazy. Das lief viel zu einfach gegen sonnenkranken Wächter. Der Spaltstein. That's how we do it. Sehr schön. Noch ein neuer Seelenstein. Wir haben mittlerweile, ich muss die echt mal zählen, wir sind echt schon weit. Der Wächter ist besiegt, der Wächter ist besiegt! Beeilt euch, der Wächter ist besiegt! Stimmt, wir haben jetzt ja auch die ganzen Minenarbeiter dadurch gerettet. Die müssen ja voll glücklich sein. Weil die nicht mehr für so einen schlimmen Boss arbeiten müssen. Bei der Fackel, es ist wahr! Oh nein, wer wird uns vor der Zunge schützen? Ruhm dem Kontrolleur, Wächter, Schlechter! Das ist kein Kontrolleur, es ist ein Yannick. Ich fühle mich wie so ein Pokémon. Yannick, von außen. Okay. Wir sollten nach Akropolis gehen, wo es viel Komfort gibt und die Arbeit spärlich ist. Auf geht's, zum höchsten Punkt der Welt. Yannick, du musst uns den Weg nach draußen zeigen. Für die Fackel. Für die Fackel. Oh mein Gott. Für die Fackel. Für die Fackel. Halleluja, was habe ich hier gerade für eine Armee hinter mir? Das macht mir slightly ein bisschen Angst. Ich habe eine Religion gegründet. What have I done? Mit dem Enterhaken. Wir sind natürlich, die müssen da hochkraxeln. Ich bin cool. Einfach mit dem Enterhaken hochgezogen. Wir gehen gerade tatsächlich wohl nach Akropolis, Freunde. Die Furchtlosen kletterten zum Gipfel an einen gewundenen Grat aus Eis und Schnee. Einige Schieber schaffen es, aber die meisten sind gefallen. Und jetzt sind wir beim eisigen Grat. Holy shit. Items zerlegen. Ah, jetzt kann man Items auseinandernehmen. Das heißt, wenn man was verbunden hat, kann man es auch wieder einfach auseinanderklüppeln. Ja, das ist natürlich mega smart. Spaltstein. Verursacht Schaden in Höhe der Hälfte deiner Trefferpunkte. Das ist mega krank. Das sind 13 Schaden momentan. Aber 18 Sekunden Abklingzeit, das ist natürlich heftig. Sind das jetzt hier alles Seelensteine? Weil dann hätten wir ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von 9. Das wäre ja voll krank. Wisst ihr, was ich auch noch übrigens nachgucken wollte? Wenn man zum Felsplateau geht, rennen wir hier mal eben kurz durch. Mir wurde übrigens auch gesagt, wenn man dieses eine Item hier ausgerüstet hat, dass man alles vom Boden aufhebt. Welcher war das denn nochmal? Warst du das? Irgendein Stein konnte das doch. Hä? Bin ich blöd?
Habe ich wohl falsch in Erinnerung gehabt. Ich dachte, es gab einen Stein, der halt alles instant aufheben lässt. Gab's aber auch. Vielleicht habe ich den gerade einfach vercheckt. Auf jeden Fall, wir konnten ja hier am Ende diesen komischen Geist, konnten wir ja am Ende um Hilfe fragen. Und ich habe nie Nein gesagt, Ja gesagt, dass ich Hilfe benötige. Und jetzt wollte ich mal gucken, was passiert, wenn man den das mal fragt. Ja, hier laufen wir jetzt einfach dran vorbei. Die Steine brauchen wir jetzt gerade nicht. Da, rushen wir einfach mal vorbei, um wieder zu unserem Kollegen zu kommen. Aber das heißt, wir sind jetzt gleich beim eisigen Grat, müssen dann wahrscheinlich auch Feuerruhen einsetzen, weil da werden ja Eisgegner sein, gegen die wird Feuer effektiv sein. You know the drill. Cole, guter Typ, Pasi, mit dem mache ich einen Podcast. So, die Sangilos, Überbringer schlechter Nachrichten. Genau, das hatten wir alles schon gelesen. Also, sei gegrüßt, Yannick. Brauchst du Hilfe? Ja! Auf dem eisigen Grat lauert der Riese Hirmirnir in einem Permafrostgefängnis. Befreie ihn und hole das Triskelion zurück. Okay, I guess. Weil dafür haben wir jetzt auch eine Errungenschaft bekommen und alleine die wollte ich haben. So, bin ich ehrlich. Wir lassen mal den Sichtstein in unserer Hand. Einfach um zu wissen, was jetzt hier als nächstes passiert. Ein Kiefresser. Schwäche Feuer. Stiehlt bei jedem Angriff ein Ki. Bro, das ist sau viel. Feuerrune war die hier, ne? Plus 5 Schaden gegen Eisfeind. Das heißt, dadurch machen wir alleine schon 6 Schaden mit jedem Feuerangriff. Ja, dachtest du, oder? Dachtest du, hä? Ist das ein anderer? Das ist noch ein anderer Gegner. Ich würde gerne einfach alle Gegner mal einmal kurz checken. Eiselementar. Sie finden dich nicht cool. Ein Eiselementar findet mich nicht cool. Das tut schon... That hurt right here in my Miau Miau. So, I'm fully honest. That hurt. That hurt. Pretty hard. Ja, also wie gesagt, ich denke hier, erste Ebene kann man eigentlich immer ziemlich durchziehen, wenn man sich nicht komplett blöd einstellt. Man kriegt zwar ein bisschen Schaden, das kann sehr gut immer mal passieren, aber es ist alles immer machbar. Also die erste Ebene ist eigentlich immer ein Free Run. Ohne große Probleme. Was halt ganz schön ist, ist, dass man auch gerade die Elementare trotzdem auch mit normalen Waffen angreifen kann. Bist du noch ein anderer Gegner? Du bist ein Kieferschlinger. Ja, moin. Ich würde aber trotzdem einfach genau das gleiche machen wie vorher. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen Schaden kassieren. Ich hoffe nicht zu viel. Ja, das ist annehmbar. Den kassieren wir jetzt einfach mal und verlieren ein bisschen Kie. Ah, der greift auch nicht so häufig an. Dann ist doch entspannt. Sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall, wissen wir jetzt ja, einen Zauberstab herstellen mit Feuer. Weil die ganzen Gegner kriegen Feuerschaden gut ab. Oder eben nicht gut ab, wie man es halt jetzt formulieren möchte. Wir haben natürlich eine Schatztruhe bekommen. Ein Schild. Eine Eisrune. Oh, sehr schön. Okay, also man könnte jetzt die Feuerrune zum Beispiel auf diesen Stab hier anwenden. Wir haben jetzt ja neuerdings gemerkt, man muss irgendwie diese... Was ist, wenn wir den Steinstab jetzt zerlegen? Wir können jetzt ja Items zerlegen. Passt mal auf. Ich will jetzt einen Steinstab zerlegen. Den hier. Zerlegen von Items. Jetzt habe ich nämlich so einen kleinen und einen Viertelstab. Und ich weiß nicht, wie man an diesen kleinen Zauberstab kommt. Den hätte ich gerne. Oder ich wüsste gerne, wie man so einen baut. Das wissen wir bestimmt, aber ich habe es vercheckt. Ich möchte nämlich einen Feuerzauberstab haben. Genau. Der ist nämlich einfach nochmal ein bisschen besser. Dadurch hat man nämlich Chance auf Spritzer. Ja, genauso wie ich es gesagt habe. Meine ich das auch? Man hätte jetzt noch gucken können. Wir bräuchten noch eine andere Feuerrune. Wenn wir noch eine Feuerrune hätten, dann könnte man schauen, dass man diesen fetten Stab mit einer Feuerrune belegt, weil dann kann man auch wie mit so einem Speer da durchlaufen und den halt Schaden machen. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so blöd, wenn man das tut. Gehen wir aber erst nochmal einfach in den eisigen Grat. Jetzt mit dem Zauberstab machen genau das gleiche. Hoffen, dass wir vielleicht ein paar Spritzer kriegen, dass das jetzt trotzdem nicht so hart ist und dass man gut vorankommt. Haben wir gerade unsere krasse Armbrust ausgerüstet? Ja, sehr gut. Ich glaube, dadurch haben wir jetzt auch einen schnelleren Schaden, weil man mit dem Zauberstab schneller den Schaden raushämmern kann. So habe ich es zumindest im Gefühl. Müsste mehr Schaden pro Sekunde sein. Und das hilft uns natürlich, gerade wenn das jetzt gleich ein fetterer Kiefresser ist, dann kommt er nicht so nah an uns ran, weil wir einfach mehr Schaden machen. Weil da wird jetzt nochmal ein großer rauskommen da hinten. Dementsprechend ist eine Vorbereitung nicht schlecht. Aber das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall gegen einen Riesen kämpfen, was natürlich sehr interessant ist. Weil der wird, denke ich, sehr viel Schaden machen und sehr viel Leben haben. Und da werden wir uns gut vorbereiten müssen. Das wird nicht that easy sein. Aua.
Ein kleiner Biss, aber in Ordnung, nehme ich mit. Was kommt jetzt noch? Zwei von den Kieferschlingern. Alright. Also ihr seht, wir sind jetzt noch nicht bestens ausgerüstet, um hier voranzuschreiten. Wir kriegen die manchmal durch Crits tot, bevor sie zu uns kommen. Eigentlich selbst mit Crits kriegen wir nicht tot, bis sie zu uns kommen. Also wir müssen mehr Feuerruhen haben. Das heißt, wir müssen mehr Feuerruhen farmen und die kriegt man eigentlich in der Mine. Beziehungsweise wir können sie im Shop kaufen. Verfaller. Gute Nudeln. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt schon irgendwie so ein Vieh kommt. Key Schlürfer. Wendet einen Schill-Debuff an und stiehlt ein, wenn er angreift. Okay, macht einen Schaden und ist natürlich auch gegen Feuer. Ne? Genau das gleiche Spiel. Davon haben wir drei. Warum wusste ich das nicht? Die kann man einfach kombinieren, dann haben wir schon einen Stern da drauf. Was wahrscheinlich nicht schlecht wäre. Sollten wir aber ganz normal überleben. Wir verlieren jetzt halt ein bisschen Key, ist richtig. Aber das hat alles geklappt, sehr gut. Bescheidener Schatz, sehr gut. Auch das geschafft. Sehr, sehr schön. So, ich wusste tatsächlich nicht, dass wir so viele Dings haben. Crazy. Ein Schild. Ja, das ist wirklich ein sehr bescheidener Schatz. Das muss man auch einfach mal genauso sagen, wie es ist. Das ist sehr, sehr bescheiden. Bescheiden, scheiße. So, dann machen wir den jetzt direkt auf Stufe 1, um ein bisschen mehr Feuerschaden zu machen. Das bedeutet aber im gleichen Atemzug, dass man jetzt das Item zerlegen kann, den einen, den wir noch haben. Zack. Dann haben wir nämlich eine Feuerrune und mit der Feuerrune können wir unseren Speer machen. Nein, auf dem Speer muss jetzt ja erst dieser Stein wieder draufkommen. Wie macht man das? Ah, indem man einen Steinzauberstab damit verbindet. I remember. Und den Steinstab kann man jetzt mit der Feuerrune verbinden. Und dann müssten wir, je nachdem wie gut das Schaden macht und so weiter. Das macht nur noch zwei Schaden? Warum ist das gerade runtergegangen? I don't get it. Wir gehen einfach mal in den eisigen Grat und gucken mal, wie gut das läuft, wenn wir hier jetzt diesen Stab benutzen. Weil irgendwie bezweifle ich jetzt gerade wieder, dass es gut läuft. Was bist du? What are you? Hier sind immer so viele Gegner, ne? Das ist irre. Eiselementar. Sie finden dich nicht cool. Ja, dich kennen wir ja schon. Versuchen wir mal da einmal so durchzurennen und zu gucken, was so abgeht. Okay, das funktioniert überhaupt nicht. Also wirklich 0,0%. Da. Ach, das ist eine Eiswand. Ja, die verliert jetzt natürlich dauerhaft Leben. Das ist aber nicht so schlimm, dafür braucht man jetzt wirklich einfach fakt eine Feuerrune. Wenn wir die nicht hätten, würden wir hier jetzt nicht weiterkommen. Weil die braucht man, um natürlich Eis runterzuschmelzen. Okay. Gegen die ist, glaube ich, wirklich einfach nur smart, auch die Dings einzusetzen, die Armbrust. Weil man dann eben trotzdem auch selber Schaden an sich so macht. Kannst du hinter der Eiswand angreifen? Das ist scheiße. Weil wir brauchen viel zu lange, um die Eiswand kaputt zu machen. Das heißt, der macht wirklich zu viel Schaden. Während wir hier einfach rumdümpeln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es sich lohnt, jetzt diesen... Ich benutze den mal einmal. Wir gucken mal. Vielleicht war es super dumm, dass ich ihn eingesetzt habe, aber meine Güte. Letztendlich ist es nur ein Trank gewesen. Den man ja auch wieder herstellen könnte. Okay, das ist noch soweit easy. Solange die sich nicht hinter die Säule stellen und da stehen bleiben und wir die nicht angreifen können, dann ist das in Ordnung. Das dauert zwar wirklich viel zu lang, wir müssen viel mehr auf Feuer gehen. Das heißt, wir brauchen mehr Feuerruhen, das ist sehr wichtig für dieses Gebiet, was natürlich irgendwie klar ist. Bei einem Eisgebiet, da braucht man mehr Feuer. Feuer haben wir noch sehr, sehr wenig. Da müssen wir jetzt wirklich hoffen, dass wir da bald mehr kriegen. Weil allerspätestens, wenn wir jetzt nochmal einmal in die eisigen Vorfälle gehen oder hier in diesen Raum, wird da ein kranker Boss kommen, den wir jetzt, bin ich sehr sicher, noch nicht besiegen können. I'm pretty, pretty safe. Dass das noch nicht funktioniert. Mit dem Eiszauberstab können wir jetzt aber natürlich dann in das Lava-Gebiet reingehen und müssten da eigentlich ganz gut Damage machen. Auch wenn es Ätherfeinde sind, müsste das trotzdem, glaube ich,
Müsste Eisschaden da auch gar nicht so schlecht sein, würde ich jetzt einfach mal tippen. Nun gut. Wir können auch mal einmal gucken, ob wir jetzt hier reingehen können und mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn jetzt natürlich gleich nochmal so ein paar Eiswände kommen, dann sind wir ein bisschen fucked. Dann sind wir ein bisschen geboomst. Ich weiß auch nicht, ob es da schlau ist, vielleicht das Schwert eigentlich auszurüsten, wisst ihr? Schwierig jetzt einfach so rauszusagen, was da das Smarteste wäre. Also wir werden auf jeden Fall bis zum Boss kommen. So, that will happen. Das kriegen wir hin. Aber, wir werden den Boss, glaube ich, nicht töten können. I'm pretty safe. Weil wir noch zu wenig Leben haben. Wir haben jetzt gerade auch keinen Heiltrank dabei. Und wir machen einfach für den Feuerschaden zu wenig Schaden. Und da kann unsere Armbrust das jetzt, glaube ich, nicht rausholen. Ach, guck mal, da ist sogar noch ein Typ. Wie süß. Steht er denn da noch rum? Moin, Junge. Eis fehlt. Ja, seht ihr, jetzt geht nämlich der Krankscheiß los. Eieieiei. Lecco mio. Hi. Na du. Hirmirie wurde durch die Fusion von drei Kreaturen geformt. Er hat 1800 Leben. Macht aber auch nur einen Schaden. Das ist halt das Ding, was man jetzt dagegen rechnen muss. Und fand seinen Zweck in der Nachfolge von Rauder, dem Träger der Fackel. Hirmir und Rauder, die durch Loyalität gebunden waren, füllten die Machtlücke, die durch den Sturz von Pallas entstanden war. Der Rat der Fünf, der um die Kontrolle der Fackel kämpft, hat Hirmir in einem Permafrostgefängnis eingeschlossen. Ich glaube, deswegen macht er auch so gesehen... Der wird erstmal jetzt gar keinen Schaden machen. Doch, wenn er vielleicht spuckt oder so. Aber wenn er jetzt in einem Permafrostgefängnis ist, wird er, denke ich, erstmal gar keinen Schaden machen oder sehr wenig. Und sobald wir den da rausholen, shit hits the fan. Nämlich jetzt. So, wir können jetzt nämlich nochmal einmal den Sichtstein einsetzen und dann werden wir sehen, wie viel Schaden er jetzt macht. Immer noch nur ein. Okay, crazy, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er macht mehr Schaden, bin ich ehrlich. Hätte ich gedacht. Aber das heißt, am Anfang ist das wirklich einfach nur, passiert eigentlich nichts. Ja, 1800 Schaden, selbst wenn der jetzt immer nur einen Schaden macht, das können wir nicht. Guck mal, wie langsam wir angreifen durch seine Eisattacken. Weil guck mal, wie schnell er dauerhaft einen Schaden macht. Okay, da müssen wir auf jeden Fall sehr viel besser ausgerüstet sein, was Feuer angeht. Aber das werden wir bis zum nächsten Mal machen und dann werden wir auch Hirominere töten. Also Freunde, ich wünsche euch ein traumhaftes Silvester. Es war ein schönes 2019. Danke, dass ihr mit am Start wart. Morgen geht es natürlich direkt weiter mit Stone Story RPG. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da unten. Abo, falls ihr noch nicht getan habt. Und wir sehen uns und hören uns morgen wieder. Wir werden sehen, wie morgen meine Verfassung ist. Ich bin sehr gespannt. Macht euch ein schönes Silvester. Einen schönen guten Rutsch wünsche ich euch. Böllert gar nicht, weil Raketen und Böllern ist dumm. Tut das nicht. Danke. Und bis dann. Ciao.